Ja, Röbi, wir sind jetzt mitten in der Blumenpracht. Das ist bei dir immer so. Wie kriegst du das her, dass es immer so aussieht bei dir? Mit viel Arbeiten. Aha. Also mit dem Arbeiten von denen, die man jetzt hinterher sieht, die Blumen abbindet? Das ist genau so, ja. Aber du natürlich auch, gell? Ja, ja, es braucht alle dazu. Es kann nicht nur eins allein, es braucht immer alle dazu. Da musst du mal anfangen, oder? Das war wahrscheinlich noch relativ schwierig, um jetzt das in dieser Art und Weise, in dieser Form herzukriegen. Ja, es kommt nicht von nichts. Also, man muss schon konsequent immer dranbleiben und jeden Tag dranbleiben. Und die Mitarbeiter entsprechend können motivieren, dass sie auch mitmachen und auch die Sachen umsetzen, die man gerne hat. Jetzt stehen wir noch mit zwischen den Rosen drin. Das ist eine ständige Entwicklung. Also, ja, kommt man da überhaupt noch mit all diesen Entwicklungen? Also mit all diesen vielen verschiedenen Sorten. Weißt du auch, was du musst zubestellen, was momentan gerade drin ist, was vielleicht bestellt wird bei Fleurop? Oder wie machst du denn das? Wir haben natürlich täglich Angebotslisten über. Wir haben sehr gute Kontakte zu Lieferanten. Und durch das ist man eigentlich immer à jour. Ajour, das heisst also, doch, halt täglich wird das angeliefert? Ja, das. Ja, die Schnittblumen sind frische Produkte und die werden täglich angeliefert. Wir unterbrechen jetzt natürlich, gell? Wir sehen, du bist auch im Laden tätig, kommt Kundschaft rein. Das heisst, mit Antwort darüber gehen wir jetzt kurz Mitarbeiterin auf zu her. Aber du tust auch bedienen, oder? Hier und da schon. Ja, wenn ich da bin und ich es kann, dann mache ich es auch. Wenn wir jetzt hinterher schauen, wo seine Mitarbeiterin dran ist, dort hat es eine Zeugtür. Wenn man dann rausgeht, kommt mit Glashäusern rein, da ist es ein bisschen wärmer. Da ist klimatisiert. Warum das? Wir haben Schnittblumen und alle Blumen, die nicht direkt mit Wurzeln, die keine Wurzeln mehr dran haben, können direkt das Wasser nicht mehr gleich gut aufnehmen, wie eine Pflanze, die im Topf ist oder im Erdreich eingepflanzt ist. Und darum, um die Haltbarkeit ein bisschen zu heben, haben wir ihn gekühlt, wobei wir haben ganz, ganz minim gekühlt. Also wir haben vielleicht 3-4 Grad kühler als die Aussentemperatur. Und jetzt im Sommer bei solchen heissen Temperaturen ist es natürlich auch dafür schwierig. Wir haben nicht eine Klimaanlage, die ausgelegt ist, plus 40, minus oder plus 20. Das geht nicht. Wir tun einfach ganz, ganz minim kühlen. Wir haben auch im Winter, wir haben eine Konstante, wir versuchen, eine Temperatur von 17-18 Grad im Winter können zu heben. Wobei es ist auch im Winter manchmal noch schwierig. Und schwierig, das denke ich mir auch, sogar die Orchideen dort hinten dran, die heben ja manchmal ewig lang und dann die Rosen und das alles im gleichen Raum. Also das braucht schon enormes Können, Fähigkeiten, auch immer wieder nachlesen und eben Einsatz, wie du sagst. Ja, für das haben alle Berufslehre gemacht, sind Berufsleute, bilden uns da und weiter. Und dann kommt man irgendwie auf das Know-how, das wir dort haben. Jetzt bindet ihr dort hinten Sträuße, vielleicht können wir mal dorthin gehen. Das heisst mit der Antwort, du weißt auch, was denn gerade so gekauft wird. Wir hoffen es, dass wir es treffen. Eben, gell, aber das ist schwierig. Es ist nicht immer ganz einfach. Ja. Ja. Die Kundenwünsche sind sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Und können sich auch unterschiedlich entwickeln, je nach Witterung. Witterung ist sehr, sehr maßgebend auf Produkte, die nachher gekauft werden. Du, jetzt einfach mal, das würde mich schon lange mal interessieren. Nachdem ich schaue, du weißt, Rosen, die anderen sonst schon mal gesehen. Kennst du die Blumen alle auseinander? Kannst du das hier auf vorne? Ja, komm jetzt, zeig mal schnell, da die auf vorne sind. Was ist es das so? Ja, zum Beispiel? Da sind jetzt Lilien, da jetzt Rosen, Leumühle, Kornblümchen, Astrantien. Wie heissen die da? Astrantia. Gott, noch nie gehört. He? Nägeli hat es, Dahlia hat es, Hortensien hat es. Und die da mit dem grossen Grünen dort oben drauf, was ist denn das da? Ja, genau ja, das. Ja, ja. Das sind Lilien. Ah, das sind Lilien. Ah, die gehen dann auf? He? Die gehen dann auf, also das ist nachher das Endprodukt. Wie lange hält denn so etwas? Also eine Lilie hat gut 10-14 Tage. Ja, ja. Gell, und gewisse Orchideen, wenn man schweinet, ewig. Also lasterhaft. Gell, für den Gärtner lasterhaft. Die gehen fast nicht mehr kaputt. Kannst du keine neuen mehr verkaufen. Genau. Ja. Die Leute, die wieder sind, kommen wieder. Du, Rübi, kaufst du es nur zu oder machst du auch eigene Kreationen? Nein, wir machen gar nichts selbst. Ja. Das ist ein reiner Handelsbetrieb. Gut, okay. Also wir können immer drüber mal Sie noch? Zeigen. Ja, genau, können Sie nur. Und jetzt müsstest du bedienen. Also, ja. Dann demnächst wieder einmal beim Rübi.